Hier ganz kurz noch mein Gepäck. Und jetzt gehe ich ins Hostel. In dem Hostel war ich schon öfters. Hinter mir ist Salamander Areal. Das ist ja bekannt von früher. Da sieht man es. Ja, ich bin jetzt in Kornwestheim. Ich warte jetzt hier auf den Bus. Da unten ist die Bushaltestelle. Und da geht es gleich los. Ich werde jetzt viele Stunden im Bus sitzen. Ihr könnt jetzt alle mal in die Kommentare mal raten, wo es hingeht. Ich habe das Visum bekommen. Hatte ich das letzte kurze Video gemacht gehabt vor der Abfahrt. Ja, da hatte ich schon eine Nacht nicht geschlafen. Jetzt bin ich einen Tag, eine Nacht unterwegs, habe wieder die letzte Nacht nicht geschlafen. Es ist jetzt morgens ca. 9 Uhr. Ich bin ziemlich fertig, bin ziemlich am Arschgrad. Ich habe die ganze Nacht, die ganze Zeit im Bus verbracht. Ja, ich hatte gesagt gehabt, schreibt in die Kommentare rein, was ihr denkt, wo ich hinfahre. Das Visum ist durch. Ich bin jetzt gerade in Warschau. Hier mache ich ein paar Tage Pause, dass mein Fuß sich wieder erholen kann. Kaufe mir meine Fahrkarte und kaufe mir die anderen Dinge, die ich jetzt noch brauche. Ich bin jetzt gerade unterwegs in Warschau. Ich bin hier angekommen. Ich habe immer nicht geschlafen. Ich bin jetzt ein bisschen spazieren gegangen. Und dann würde ich jetzt fragen, habt ihr das Ganze jetzt kommentiert? Also einfach drunter schreiben, das Land reicht schon vollkommen, wo das Zielland ist. Das Visum habe ich ja bekommen. Da schreibt ihr das Land jetzt drunter.
Dann schauen wir mal, was richtig hat. Ich habe jetzt euch ein paar Fotos gemacht gehabt. Ich habe Videos gemacht gehabt. Ich bin todmüde. Und ich denke jetzt, ich gehe jetzt einfach mal wieder Richtung Hostel. Ich übernachte gerade im Hostel, da habe ich den vor 4 Wochen schon mal übernachtet. Und da hatte ich Probleme mit den Beinen, wo ich ankommen bin. Und da habe ich eine Nacht übernachtet und bin dann weiter gefahren nach Berlin und habe in Berlin mal irgendwas nachschauen lassen. Und das Bein ist jetzt wieder etwas besser. Ich kann wieder laufen, es ist nicht mehr dick. Schonen muss ich es nach 6 Monaten. Aber es wird. Ja, und jetzt einfach, ich warte drauf, dass ihr jetzt wirklich unten drunter das Land schreibt, wo ich hingehe, wo das Ziel ist. You open a bottle of sparkling wine, very sad. And every people do. All the bubbles are the same intensity. Pinot Noir. 2 hours.